Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zur Formel 1. Heute geht's rein ins erste Sprintwochenende. Wir hoffen auf ein gutes. Und Kurve 1 war schon mal nicht schlecht, obwohl es irgendwie ein bisschen weird aussah. Ja, aktuell schon mal Top 10 Niveau. Ich bin nicht ganz auf Low Downforce gegangen, denn klar, Top Speed ist hier wichtig. Aber im Mittelsektor möchte ich ja auch nicht zu langsam sein. Wobei, wenn man wenig Luftwiderstand, wenig Flügel mitnimmt, könnte man theoretisch auch einfach sagen, ja gut, im Mittelsektor kann ich so langsam sein, wie ich will. Hauptsache, man ist auf den Geraden flott. Und dann hält man alle einfach auf. Das geht natürlich auch. Aber ohne gute Quali-Runde wird es problematisch. Natürlich möchte ich den Zweifel auch nochmal angreifen. Let's go! P8 aktuell, das ist schon mal nicht schlecht. Alles, was in den Top 10 ist, ist schon mal super, auch wenn es im Sprint keine Punkte bringt. Knapp. Okay, das könnte funktionieren, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es nochmal P8. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Topspeed hier, oder? Wir sind auf P8. Es ist P8. Nice. Pastor Maldonado ist auch in den Top 10. Ja, Mann. Geil, Omartico, Alter. Alter, und Lando Norris wie immer echt gut unterwegs. Aktuell bringt er McLaren vor Daving Point in der Gesamtwertung hier, denn er hat 10 Punkte gesammelt, ich habe 9 Punkte gesammelt und vielleicht können wir mit Maldonado gemeinsam dieses Mal punkten, das wäre geil. Und diese Position haben wir geschafft, obwohl nur ein Upgrade durchgekommen ist von 4, die wir insgesamt angeschmissen hatten. Ja, insofern haben wir hier nicht ganz das Optimum geholt, da sehen wir Halo gescheitert und irgendwas anderes kam da gerade durch. Frontflügelklappenprofil, richtig, genau, das lag als erstes mir als Wort auf der Zunge, aber ich wollte es nochmal vom Spiel bestätigt haben. Ja, außerdem können wir natürlich das Chassis verbessern. Reifenabrieb wäre natürlich auch nochmal ein cooler Faktor. Ja, bis Monaco kriegen wir das dann auf jeden Fall nicht hin. Als nächstes käme die Zündanlage und das wäre bis Imola eigentlich auch ein ganz cooles Upgrade gewesen, aber wir geben mal Ferrari bei ihrem Heim-GP ein bisschen den Motorvorteil. Ist schon okay. Und gucken mal, wie es im Sprint läuft. Okay, ich glaube, ich werde sogar die Medium-Reifen mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Möglichkeit ist. Probieren wir es einfach mal, oder? Je mehr wir testen, desto mehr wissen wir. Ab geht's. Okay, Lando Norris zumindest geholt. Direkt mal innen verteidigen. Nicht, dass der da nochmal irgendwie sendet. Russell und Verstappen side by side hier in Baku. Das geht nicht immer gut. Vor allem im Sprint. Heieiei. Nee, aber diesmal ging es gut. Ich glaube, da kann sich Verstappen nicht beschweren. Also, Russell hat sich da sehr gut verhalten hier. Aber erstmal schon mal nicht schlecht. P7 und P9 für unser Team sogar. Weil auch Pastor Maldonado eine Position gut gemacht hat. Ey, es ist schon bis jetzt sehr, sehr geil hier gerade. Fun Fact, ich bin sogar im Quali mal jetzt auf 100 gefahren, statt auf 96. Normalerweise stelle ich 7 Stufen hoch fürs Rennen, vom Quali ausgehend. Also normalerweise fahre ich 96 im Quali, 103 im Rennen, aber diesmal bin ich jetzt, also mittlerweile zumindest dann, aber diesmal habe ich mir gedacht, hey, KI mal ein bisschen erhöhen im Quali, weil scheint ja wohl ganz gut zu funktionieren. Ja, und im Renntrim, da fährt mir jetzt Lewis Hamilton ein bisschen davon. Alter, und Norris macht Druck. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber sieht bis jetzt ganz gut aus. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Der Vorteil von uns wird ja auch nur immer größer und größer dann. Ah, Norris könnte jetzt aber angreifen. Warten, bis er aus dem DRS rauszieht. Und jetzt nochmal gegenhalten mit ERS. Jawohl. Dann konnte er nicht so enorm lange im Windschatten bleiben, wie wenn ich es von Anfang an genutzt hätte.
Oh, aber er ist schon nah dran, Alter. Ich weiß nicht, ob ich da dauerhaft gegenhalten kann, aber wie gesagt, unsere Zeit kommt noch. Jetzt erstmal Maldonado kurz Windschatten geben. Ich hoffe einfach, dass die Softs ein bisschen stärker einknicken als die Mediums. Wir haben jetzt schon über eine Sekunde Vorsprung zu Gasly und nur eine halbe Sekunde Rückstand zu Norris. Also das könnte jetzt die erste Bestätigung sein, dass eventuell der Medium-Reifen schon ein bisschen weniger Abrieb hat als der Soft und demnach auch die Zeiten hier nicht so stark einkrachen. Es ist auf jeden Fall nach 3 von 6 Runden schon so, dass das Gefühl sich ein bisschen egalisiert hat. Und vielleicht sind wir jetzt sogar ein bisschen schneller schon. Wer weiß, das werden wir gleich sehen. Lando Norris, bevor der da in die Verteidigungsposition geht, lupfe ich hier lieber mal ganz kurz, weil sonst verlieren wir beide hier enorm viel Zeit. Und dann ist Pierre Gasly direkt wieder dran. Und dann würden wir auch zurückfallen gegen Hamilton und Co. Wobei, da können wir, glaube ich, eh nicht so wirklich eingreifen. Ah, Norris ist halt ein bisschen zu langsam, glaube ich, da mittlerweile. Und ich glaube, der ist auch nur dran geblieben, weil da Leclerc und Verstappen kurz gefightet hatten. Und jetzt sind da nur noch die beiden Mercedes. Aber wir halten uns hier sehr gut auf P8 Grad. 6 Zehntel Rückstand zu Lando Norris. Der Abstand zu Gasly wird größer. Ich habe das Gefühl, ich kann es mal gegen Norris probieren. Aber wir sind vorbei. 1,5 zu Hamilton. Oh, 1,4, 1,5. Solange wir vor Norris bleiben, ist erstmal alles cool. 1,6 Sekunden Rückstand. Kriegen wir doch nochmal eine Mercedes oder nicht? Wir werden es sehen. 1,3 Sekunden zu Hamilton, 1,4. Und über eine Sekunde zu Norris. Also zum Ende hin sind die Mediums jetzt definitiv besser. Wir holen bisher sogar zu Lewis Hamilton auf. Wenn man jetzt mal die DRS gerade mal rausrechnet, weil ich habe halt kein DRS, logisch. Aber die Mediums scheinen jetzt gerade schon besser zu funktionieren. Wir gucken mal gleich auf den Drop von den Softreifen. Es wird interessant auch fürs Rennen. Sergio Perez gewinnt das Ding und wir holen nochmal 2 Punkte. Und das ist, glaube ich, Punktgleichheit gegen McLaren nach diesem Rennen. Boah, die beiden Mercedes. Da war doch kein Fotofinish. Sah nämlich so aus, weil die gemeinsam durch Kurve 1 gefahren sind. P7 ist schon mal nice. Gucken wir mal auf die Pace. Die erste Runde kann man immer ein bisschen ausklammern und eigentlich die letzte auch, weil da die KI immer recht viel ERS benutzt. Aber man sieht zum Beispiel, obwohl Perez in der letzten 2 Runden im letzten Sektor viel ERS verwendet hat, weil er da sehr schnell war, droppt die Zeit doch durchaus. Von quasi der ersten gezeiteten Runde hin zur zweiten sind es 4 Zehntel, dann sind es 8 Zehntel, dann sogar schon über eine Sekunde für die letzten 2 Runden. Also die Softreifen, die sind eher nur 3, 4 Runden so richtig on pace und dann geht es auch schon ein bisschen bergab mit denen. Mal gucken, was das für unser Rennen bedeutet. Ich habe mich bislang immer für die tendenziell weicheren Reifen bei der Strategie entschieden, aber gerade eben hat das eigentlich so gut geklappt und das in nur 6 Runden, dass ich mir jetzt gerade überlege, ob wir nicht eventuell mal Medium Hard probieren sollten. Das könnte eigentlich eine etwas bessere Strategie sein. Wir probieren es. Wir starten auf 6. Irgendein Ferrari oder ein Red Bull ist, glaube ich, weg. Perez! War auch nicht so weit hinten, oh mein Gott, und der hat auch einen guten Start. Und Mini-Leggy-Leg-Leg. Oh. Oh, ist Carlos Sainz auf Harten sogar unterwegs? Ich bin ganz ehrlich, nach dem Sprint habe ich das Gefühl, wir können vielleicht sogar Mercedes ein bisschen herausfordern. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall Hamilton nicht einfach so vorbeilassen, sondern eventuell auch ein bisschen gegen ihn fighten. Und auch bei George Russell werde ich, sobald die Chance besteht, ihn anzugreifen, auch meinerseits etwas offensiver fahren. Und niemand sagt, dass wir jetzt die Medium-Reifen wirklich länger ziehen müssen als die anderen, die Soft-Reifen. Wir können hier durchaus auch einfach in derselben Runde reingehen wie alle anderen auch.
Also ich muss eine Sache halt wieder nochmal sagen. Ich finde eine Geschichte super, super geil, nämlich dass jetzt die Reifen, wenn man sich so die Strategien betrachtet, viel besser gebalanced sind. Du kannst jetzt halt wirklich richtig coole Strats machen. Gerade in 100% Rennen geht da sehr viel, aber auch in 35% Rennen. Ich meine, dass ich über Medium Hard nachdenke, das ist in F1 22 eine Seltenheit gewesen, zumindest für 50% Rennen, 35 gab es da ja nicht. Aber dass man hier über so kurze, bei so kurzen Rennen über Medium Hard nachdenken kann, ist schon mal sehr cool. Und eine Sache fand ich in den letzten Jahren bei MyTeam immer ein bisschen öde, nämlich hast du irgendwann einfach dieselben Strats gemacht. Ich habe einfach immer wieder erklärt, warum ich was mache. Aber noch nie konntest du so richtig mal auf Daten eingehen und sagen, ja, hier, guck mal, hier würde sich vielleicht eine Undercut lohnen, weil guckt mal, wie der Reifenabrieb zum Beispiel hier die Zeiten beeinflusst oder so. Und erstmals haben wir in F1 gefühlt wirklich so die Daten, auf Basis derer du auch dann deine Strategie hier oder dahin drehen kannst. Und das mal zu erläutern, das mal auszuführen, das ist einerseits komplett neu und es macht einen unheimlichen Spaß. Und das ist wirklich etwas, was F1 23 von allen bisherigen Codemasters F1 Spielen abhebt. Und deswegen bin ich da auch gerade mit so einer Euphorie auch dabei und bin auch gespannt, wie jedes Rennen sich entwickelt. Und ich sag, wie es ist, ich werde nicht straight bei 35 und 100% Rennen bleiben, sondern ich werde auch durchaus die Karrierelänge variieren von Saison zu Saison, einfach damit man immer auch was Neues hat, ja, damit das super, super abwechslungsreich ist, weil das Spiel einem dahingehend auch ultra viel bietet. Es ist tatsächlich so, dass 35 und 100% Rennen sich ziemlich unterschiedlich anfühlen. Und ich bin mir sicher, oder ich sag mal so, ich bin gespannt darauf, wie sich ein 50% Rennen anfühlt, weil da kannst du sicherlich auch wieder andere taktische Erwägungen ziehen als hier. Und wenn man dann auch noch ein bisschen mit 25% Rennen rumspielen kann, wer weiß, ob das nicht geht, dann ist da so viel rauszuholen. Also ich bin schon echt gespannt auch auf die unterschiedlichen Rennlängen. Jetzt würde ich mir fast schon wünschen, dass man noch viel mehr Rennlängen einrichten könnte in diesem Spiel, weil das macht gerade richtig, richtig Spaß. Oh, und Leclerc verbremst sich. Ey, Russell, also... Oh, Perez ist dran. Also Carlos Sainz auf harten Reifen hält Russell hier ordentlich auf. Aber wir kommen hier an Russell vorbei. Also wie gesagt, die Medium-Reifen sind binnen kürzester Zeit besser als die Softs. Ich bin gespannt, ob Carlos Sainz Reifen irgendwie auch jetzt langsam ein wenig besseren Grip bieten werden. Und hinten hatten wir Pastor Maldonado im Zweikampf mit Lando Norris. Also das Auto scheint hier allgemein sehr gut zu gehen und die Strategie könnte hier vorne jetzt gerade den Unterschied machen. 7/10 Sekunden zu Carlos Sainz, 6/10 zu George Russell. Ergo, wir sind hier gerade in einer relativ guten Position, im DRS-Fenster zu bleiben. Abstand zu Charles Leclerc bei etwa 3-4. Wir können gleich auch mal, nach dem Rennen vielleicht, nachchecken, wie bei Charles Leclerc die Reifen abbauen. Anhand dessen können wir mal erkennen, wieso der Drop bei Medium und bei Soft und auch bei Hard ist. Weil dann haben wir auch die Auswertung von Carlos Sainz und alle aus dem ersten Stint dann jeweils. Boah. Russell mit einer sehr unnötigen Attacke, wie ich finde. Dafür gebe ich jetzt Sergio Perez ein bisschen... Okay, ich hätte... Egal, wir können an Russell dranbleiben. Wie gesagt, ich glaube, ab jetzt haben wir die etwas besseren Reifen. Und je mehr wir hier fighten, desto näher kommt auch Maldonado ran. Hihi. Russell verteidigt sich hier. Wir kommen hier relativ easy vorbei. Frage ist, kann er jetzt nochmal angreifen? Er hat auf jeden Fall keinen guten Exit gehabt. Ich glaube, da ist Sergio Perez deutlich schneller rausgekommen aus der Kurve. Setzt aber auch nicht zum Angriff an. Russell mit 7/10 Sekunden Rückstand. Jetzt greift Perez hier tatsächlich an und das könnte mir ein bisschen Luft verschaffen gerade. Also ich verliere pro Runde so 7/8 zu Leclerc.
Der Abstand zu Perez ist etwa gleich geblieben, seit er Russell überholt hat. Und der Abstand zu Carlos Sainz, der wird ein bisschen größer, glaube ich auch. Also die harten Reifen scheinen hier pacetechnisch nicht so unglaublich gut zu sein, aber zumindest die Medium-Reifen sind wohl hier der Reifen der Wahl. Also die sind richtig, richtig gut. Und wir können hier auch nach 6 Runden immer noch grob dieselbe Pace fahren, die wir als PB hier aufgestellt haben. Nur 3/10 sind wir da hinterher. Insofern, das ist schon echt heavy, wie gut man hier mit den Reifen unterwegs ist. Und ja, in Sektor 1, da schließt Perez hier immer wieder die Lücke. Das heißt immer wieder, das ist jetzt das zweite Mal, dass er die Lücke schließt. Aber wir kommen dann in den kurvigen Bereichen ein bisschen weg. Der Red Bull ist trotzdem komplett überlegen. Also da brauche ich mir keine Illusionen zu machen. Aber sieht echt gut aus, wie wir hier mit unseren Reifen doch gut vorankommen. Jetzt müssen eigentlich nur noch die harten wirklich ähnlich gut funktionieren. Ja, da haben wir allein schon 2/10 Abstand gewonnen zu Perez. Schon verrückt. Hier gewinnen wir, glaube ich, auch noch ordentlich was dazu. Ja, schaut euch das mal an. 4 bis 5 Zehntel innerhalb von so 3, 4, 5 Kurven. Das ist schon heavy. Also da haben wir auf jeden Fall so ein paar Kurven, wo man merkt, okay, die Mediums haben nochmal deutlich mehr Grip. Und obwohl da ein Red Bull hinter einem herfährt, tut der sich ein bisschen schwer, da hinterher zu kommen. Und kommt vielleicht gerade so nur ins DRS-Fenster. Der Mercedes hätte aber keine Chance auf DRS hier. Box, 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 Box. Ja, Sergio Perez ist jetzt dran. Also jetzt sind wir leider auch an dem Punkt, wo die Reifen ganz gut durch sind. Hui, aber guter erster Stint. Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden mit diesem ersten Stint. Hat Spaß gemacht. Und wir konnten tatsächlich einen Red Bull hinter uns halten. Das ist krass. Gut, in der Runde wäre es eigentlich vorbei gewesen mit dem Red Bull hinter sich halten, aber... Oh oh. Insgesamt war das dann doch sehr cool. Zhou Guanyu vor der Nase. Bitte, bitte lass mich vorbei, Mate. Bitte, 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 bitte. Nice. Bisschen weniger vorbeigelassen als vorbeigekommen, aber ich nehme beides. Wir brauchen nämlich die Runde hier unbedingt. Ja, wir können hier locker über eine Sekunde zu Perez rausfahren. Russell kommt aus der Box. Perez ebenso. Perez mit Medium-Reifen. Und 1,3 Sekunden Rückstand nach dem Exit. Ja, das ist okay. Zhou Guanyu ist sogar noch vor Russell. Oh mein Gott, das könnte heißen, dass ich hier gegebenenfalls... Und der ist auch vor Hamilton. Wait, Hamilton hat übelst viel Zeit beim Boxenstopp, glaube ich, verloren dann. Oder Russell. I don't know. Irgendeiner von den Mercedes weit, weit hinten. Wie dem auch sei, long story short. Die beiden Mercedes werden gerade durch einen Alfa Romeo aufgehalten und ich auch. Oh, das ist irgendwie nicht so erfreulich gerade. Aber, wohl bemerkt, wir haben hier gute Chancen, glaube ich, schnell Valtteri Bottas zu überholen. Und ich glaube, der ist insgesamt ein Ticken flotter. Wobei, boah, I don't know. Zhou Guanyu ist auch noch recht dicht dran. Wir müssen hier schnell vorbei. Let's go, wir müssen hier schnell, schnell vorbei. Und ich nutze viel ERS, damit wir vielleicht sogar DRS von Ocon bekommen. Da muss jetzt hier alles letzte Rille sein. 1-3, 1-2. 1-0, komm schon! Das muss klappen! Das ist tatsächlich DRS, oder? Boah, das könnte so wichtig sein jetzt. Und Perez ist an Bottas vorbei. Ja, der wird mich kriegen, aber das ist alles gut, alles okay. Alles entspannt. Perez soll mich ruhig holen, aber aktuell ist alles angerichtet, um hier die beiden Mercedes zu besiegen. Was komplett verrückt wäre. Und Hamilton ist klar vor Russell, also hat Russell viel Zeit verloren beim Boxenstopp. Also
ja, klassisches Thema. Undercuts super stark in dem Spiel und Stints in die Länge ziehen kann sinnvoll sein, aber in dem Fall hat's Russell schon sehr, sehr viel Zeit gekostet. Wir werden irgendwann mal ein bisschen darauf näher eingehen. Ich mach mal so einen kleinen Strategie-Guide demnächst. Wir kriegen jetzt sogar noch ein bisschen DRS von Perez mit. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass wir hier sehr nah dran sind an Carlos Sainz. Das könnte sein. Wo kommt Carlos Sainz wieder raus? Nein! 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 Why? Ich weiß, es schreiben immer wieder Leute in die Kommentare, Dave, schalt es doch aus, das nervt doch, das nervt doch, das nervt doch, aber ich find's okay, wenn's passiert. Das sind Emotionen, die dazugehören. Auch wenn ich mich gerade selbst für diese Worte hasse, aber hey. Ja. Ich hatte mir die Stints von den Top 3 gerade angeschaut und wir gehen mal ganz kurz darauf ein. Maldonado mit den ersten Punkten! 4 Punkte! Geil! Ah, oh Mann, ey, wir hätten McLaren so hart auf Distanz halten können. Ich hätte 10 Punkte diese Rennen holen können. Carlos Sainz hat am Ende sogar nochmal Perez besiegt. Okay, wild. Der ist soft hart gefahren, als einziges im Feld, glaube ich, sogar so ziemlich, oder? Gucken wir uns mal ganz kurz die Pace der Top 3 an. Weil das ist, wie ich finde, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, jetzt wird es leicht nerdiger. Wir können uns die ersten Stints ganz gut betrachten von Verstappen, Soft, Charles Leclerc Medium und Carlos Sainz Hard. Natürlich kann man einerseits sagen, Unterschied der Pace liegt an den Reifen, könnte aber auch mit dem Fahrer zusammenhängen, könnte auch mit dem Fahrzeug zusammenhängen, logisch. Und, was wir bei Ferrari sehen werden, in Runde 2 haben die gegeneinander ein bisschen gefightet. Das heißt, wir können da die Pace erst so richtig ab Runde 3 vergleichen, bezüglich des Pace-Drops. Hier sehen wir, Verstappen von Runde 2 bis Runde 7 hat etwa 2,3 Sekunden verloren an Pace. Und in der letzten Runde, da war er eigentlich sogar ganz gut unterwegs in Sektor 1 und 2, ist dann aber an die Box gegangen. Dementsprechend muss man das so ein bisschen ausklammern. Ausklammern muss man auch bei den Ferrari, wie gesagt, Runde 2. Theoretisch hätten die da noch einen Ticken flotter fahren können als die Referenzrunde, die wir jetzt nehmen werden für den Tire Drop. Aber wir sehen zumindest bei Verstappen 2,3 Sekunden Pace hat er verloren. Jetzt sehen wir bei Charles Leclerc, dass in Runde 3 eine 44,6 da stand. Bevor er an die Box gegangen ist, in Runde 9 wohl bemerkt. Wobei nehmen wir... Ja, wobei, nee, ist ganz gut eigentlich. Runde 2 bis 7 sind im Prinzip... 6 Runden, die wir vergleichen. Runde 3 bis Runde 8 könnten wir dann eher vergleichen. Dann hätten wir hier einen Drop von insgesamt nur 1,7 Sekunden statt 2,3 Sekunden wie bei Verstappen. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal Runde 3 bis Runde 8 bei Carlos Sainz betrachten, dann sehen wir, der ist bei einer... Huch, der ist in Runde 3 echt langsam. Ja gut, nehmen wir Runde 4 bis Runde 9 dann halt. Dann sehen wir, dass der einen Drop hatte von insgesamt zu 1,2 Sekunden. Also logischerweise setzt Carlos Sainz bei deutlich langsameren Zeiten an. Charles Leclerc war da die goldene Mitte und Max Verstappen ist deutlich, deutlich schneller. Dass Softs schneller sind als Mediums oder Harte, das ist klar. Aber sie lassen halt auch entsprechend deutlich früher und stärker nach. Und wie gesagt, dementsprechend kann man hier auch erwägen, durchaus mal bei 35% und sicherlich auch bei 25% Rennen lieber die härteren Reifen zu bevorzugen. Und mit Sicherheit geht das auch bei 50% oder 100% Rennen mal ganz gut. Dann lieber Mediums oder harte Softreifen zu bevorzugen. Und wir sind bei insgesamt 15 Punkten in der Konstrukteurswertung, denn Maldonado holt zum ersten Mal Punkte. Und wir stehen ganz gut da. Sergio Perez immer noch in WM-Führung, knapp vor Leclerc und Verstappen holt da jetzt in Großzügen auf zumindest hier. Und wir haben 2 Punkte Rückstand zu McLaren, wie schon angekündigt. Aston Martin auch noch in Reichweite. Tja, werte Damen und Herren, wenn euch diese Episode gefallen hat mit F1-23, lasst gerne Däumchen nach oben, da gerne ein Abo raushauen, beim nächsten wieder dabei sein. Gerne auch mal anmerken, ob ihr Bock habt, dass ich da ein bisschen mehr hier so dieses Thema Reifen-Drop und Pace mit...
die alten Reifen auch nochmal thematisiere, weil ich glaube, das ist doch recht spannend und von Strecke zu Strecke, wie ich es zumindest bis jetzt erlebt habe, recht individuell. Danke fürs Einschalten, bis demnächst. Tschüss, tschüss.